Herzlich willkommen zum weiteren Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Naja, gucken wir mal, was sich hier hinter der Wand verbirgt. Don Gus Höhle. Sieht aus, als wäre hier jede Menge Lavakuchen. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, nee, ist klar. Na, die Lavagruben haben es aber früher schlecht texturiert. Aber trotzdem ist es ein schönes Retro-Spiel. Nicht aufgegangen. Okay, doch. Ach, nur so ein dummer Stein. Hier. Das hat sich eben nicht gut angehört. Was ist denn das? Ein Baby Dodogo. Vorsicht, er springt dich an. Hast du ihn bezwungen, explodiert er. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Och, du Kacker. Leck mich doch mal fett, ey. Was für Viecher. Ein Exodorus setzt ein Schild da geschickt ein und zappt. Ah!
Okay, ducken, angreifen ist besser als wir drauf zu schlagen. Ein Rubin. Das gefällt mir nicht so. Also muss ich die Fackeln hier anzünden. Da oben eine Spinne. Na, im Ernst, wie soll man da jetzt noch hochkommen? Das hält mich jetzt wirklich gerade.
wie soll man da hinkommen? Oder gibt es hier einen Weg nach oben? Keine Ahnung. Bomben sind hier nicht euer Grund. Können die Statuen lebendig werden? Ach du Scheiße, ja. So, das war's dann auch schon mit dem heutigen Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen.